Bist du eigentlich aufgeregt bei so einem Blue Carpet? Nicht so richtig. Also ich bin so ein bisschen aufgeregt, aber ich habe ja schon alles gemacht. Also meine Arbeit ist ja getan. Das heißt, das ist so eine Art Kür. Ich muss einfach, glaube ich, nur versuchen, gut auszusehen und das war's. Was wäre dann so eine Eigenschaft, die du von deiner Rolle eigentlich selber gerne hättest? Ich glaube, ich wäre gerne so ein guter Psychiater wie er. Das ist was, was ich spannend finde, wenn man das kann. Wenn du an die Dreharbeiten zurückdenkst, gibt es da so einen Moment, der dir jetzt noch in Erinnerung ist, wo du sagst, das war wirklich schön? Es gibt einen Moment auf der Insel Föhr, da musste ich morgens um 5 Uhr raus und um 6 Uhr war ich am Motiv und bin über den Strand gegangen, dann ging die Sonne auf und der ganze Strand war mit Nebel von den Nebelmaschinen über hunderte von Metern eingenebelt. Und dann stehst du da oben und denkst dir so, boah, was habe ich einen geilen Job. Das hat mich total berührt. Typ, Nachos oder Popcorn? Nachos. Buch vor dem Film oder nach dem Film lesen? Nach dem Film. Und wen wolltest du schon immer mal grüßen auf einem roten Teppich? Meinen Vater.